Er ist nicht da. Er kann nicht da sein. Das steht in dem Plan, den ich schreiben wollte. Nein, nein, ich verstehe dich schon. Du meinst, dass A. Vincent nie mehr zurückkommt und B. Tacos. Er ist auf keinen Fall zurück. Ich bin mir absolut fast sicher. Du hast was Bitteres gesagt. Ich schmeck das. Okay, also er ist absolut fast sicher, dass er nicht mehr da ist. Wie eine Rakete. Also ja. Also ich hab doch recht, ich glaube, dass der Richie heißt. Wie eine Rakete. Listen, der, was ich gerade spiele. So. Wir müssen aufpassen. Vincent sagt, dass der Weg nicht ohne Grund zerquetschte Deppenpass heißt. Hab eine Wette deshalb verloren. Vincent, so hat der Bär geheißen. Das sieht zwar mal... befreundet waren? Könnte man das so sagen? Sie waren mal befreundet? Ja, also mit wem macht man sonst Wetten? Ich krieg gleich eins aufs Dach. Aber ich will keins aufs Dach. Ui. Ah, das habe ich völlig verlötet, Leute. Oh nee. Wir machen sie auf die gute altmodische Art. Hauen was das Zeug her, wenn sie. Oh. Nacki, hat nicht funktioniert. Ich bin selber runtergeflogen. Okay, ganz kurz. Zuerst die hier am Flug machen. Bringt mich nichts, wenn wir die hier runterschlagen, aber sie dann immer noch hier sind. Das kannst du öfter kriegen. Alter, wie viele kommen denn da jetzt nur raus auf dem Loch? Verdammtes. Er ist auch unten. Okay, also du bist reingegangen, um 2 cm rüber zu graben. Wow, intelligent. Das kannst du öfter kriegen. Okay, wenn es an mir gehen würde, ich würde einfach drauf vorbeilaufen. Das wäre viel leichter. Hey, stopp, was müssen wir eigentlich machen? Finde Dinge. Fall nicht runter, den haben wir schon verkackt. Bin schon runtergefallen, leider. Okay, vom Gegner verkloppen stand da leider nix. Oh, Vincent hat ein paar Spielzeuge für uns da gelassen. Vincent nimmt, also er nahm Sicherheit immer sehr ernst. Ich bin kein Pfefferminz-Meteorit, auch wenn ich so frisch rieche. Nein, garantiert. Diese Fallen sind nur Warnungen. Also ich würde auch mal sagen, ich hätte auch keinen Bock, wenn ich gerade im Winterschlaf bin, dass dann irgend so ein kranker Typ kommt und meint, er müsste mich abschießen. Ja, da wäre ich auch nicht so geil drauf. So, wenn Waffen schießt, kann sie auch damit umgehen hier, aber ihr nicht. Würde ich ganz gerne haben. So, jetzt haben alle Waffen. Und ich springe genau und das ist jetzt kurz, greifst du mir wieder jetzt. Leute, ich bin zu gierig und ich will viel zu viel und viel zu schnell irgendwas haben. Warum hast du jetzt eine Waffe? Oh, ich bin nicht geworden. Wie hab ich das denn geschafft? Ich brauch mehr Food. Mehr Food, mehr Leben. Ganz einfaches Spiel. Spring, spring. Spring, spring. Und das gleiche Spiel nochmal und gleich. Ich sage, es dauert nicht mehr lange, aber wir haben noch ein Stück vor uns. Und wo ist das Essen? Ja, sind fast da. Nur noch ein paar Ausgänge. Tu einfach so, als würden wir im Fernsehen einen Naturfilm sehen. Okay, da ist ein wütender Dachs und wie wir schon wissen, Dachs ist ein etwas aggro. Nicht nur ein bisschen, aber nicht so schlimm wie ein Bär. Wäre, finde ich, weitaus bedrohlicher als ein Dachs. Boah, halt kaum immer mich. Zyuse ist ja schon fast overpower, der Typ. Deswegen gibt es einen ganz einfachen Trick. Na, komm her. So.
Es wäre besser gewesen, wenn wir einfach aufeinander gestanden. Ja, genau so wie jetzt hat. Und wir hätten uns gedreht. Das hätte viel, viel, viel besser funktioniert. Puh, das ist also eine Höhle. Und ich dachte, diese Fledermäuse hätten sich das nur ausgedacht. Wo eine Tür ist, kann der entsprechende Schlüssel nicht weit sein. Mit Glück finden wir die Schlüssel an der Kante der endlosen Schlucht. Gesunder Tierverstand. Hey, deine Spezies ist doch die, die immer auf den Pfoten landet, oder nicht? So, was sehen wir denn da oben? Einen schönen Helm, den möchte ich haben. Hut, Helm, besser gesagt Hut, nicht Helm. Ich wollte gleich irgendwas sagen. Guck mal, seid ihr alle dumm? Ich renne alle auf die Klippe zu. Wer ist halt das Normalste dieser Erde, runterzufallen. Okay, dann, ui. Keine Ahnung, wie das jetzt gegangen ist, aber lol. Von mir? So. Das Gute ist, die muss man bloß einmal treffen. Ist die umfallen. Letzten. Wie eine Rakete. Kein Waschbär flog je hinaus. Dieses Fallgeräusch. Und ich jetzt wieso, weshalb, warum? Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das hat die Aufgabe schon verlötet. Da war ja was. Ich hab eine gute Idee. Goodbye. Aha. Warum jetzt auch noch so eine Kamera an sich? Das ist. Die wollen, dass man hier runterfällt. Die wollen das. Fast Food für die Seele. Okay, sie haben da so ein bisschen Unterstützung rein. Ah, ich hab den Helm auf, du. Der Helm, der Hut des Grauens. Man kann hier gar nicht runterfallen. Lol. Okay, gut, das wäre ein bisschen. An der Stelle ein bisschen scheiße gewesen. Wenn man da ganz einfach runterfliegt. Fast Food für die Seele. Oh, hier gibt es auch noch einen Schlüssel. Außer Hemi, der fliegt überall runter. Gibt es hier eigentlich noch mehr Wege? Muss das. Nein. Weißt du was? Ich hole ja schon einen anderen Schlüssel. Wir sehen uns dann später wieder, okay? Und falls sich irgendwer fragt, nein, wir können die Kamera nicht drehen. Fast Food für die Seele. Okay, da kommen gleich wieder 10.000 Stück raus, weil ich es aufgesammelt habe. Fast Food für die Seele. Oh, das war so vorhersehbar. Eine riesige Fläche. Muss so sein. Oh, Hemi. Nein, Rache. Alter, wie viele kommen denn da noch? Im fernen Osten. Ich hab gehört, Leben wieder voll. Mein Leben gefüllt innerhalb von Sekunden. Nein. Leben gefüllt und gleich den Leben wieder abgetreten. Hemi Goffert. Mach doch eine bessere Idee. Nein. Oh Mann, hier können wir unsere Taktik nie verwenden. Schlecht. Können wir unsere Taktik gar nicht verwenden. Da fallen wir sofort runter. Ein Schlüssel. Jetzt stopp. Ideen haben wir wirklich mittlerweile ziemlich viele. Mal schauen, vielleicht holen wir uns auch alle Ideen. Wer weiß. Hemi. Er will sterben. Das ist sein Beruf. Oh, das kommt jetzt nicht aus dem. So. Jetzt kommt es wahrscheinlich der Bärchen. Doch nicht. Wir haben noch ein bisschen Freizeit, bevor uns der Bär mit zwei Hampfer frisst. Nein. Warum kommt das nicht in der Luft über Ratchet und Clank? Mano. Nur noch den Hügel hinauf und. Ah, ich stoppe ihn mit meinem Geist. Dann fang mal an. Jetzt mit deinem Geist zu stopfen. Stoppen. Nicht stopfen. Wie eine Rakete.
Nacken. Fast Food für die Seele. Kein Waschbär flog je höher hinab. Kein Waschbär flog je höher hinaus. Boah, ich will's haben, ich will's haben, ich will's haben. Fast Food für die Seele. Mittlerer, großer und ganz dicker. Aber auch relativ. Das ist zwar easy, komm. Dann ist da vielleicht ein Busch? Wahrscheinlich hier nicht. So, rein da. So, ab in seine Höhlen des Grauens ländern. Ich hoffe, da ist jetzt kein riesiger Bär, der uns gleich verschlingt, sobald wir reinkommen. Ich sagte doch, Vincent ist nicht hier. Seht mal, Leute, es ist Vincent. Muss nervigen Waschbären fressen. Okay, Kompromiss, iss diesen Stein. Sieh mal, Vincent, wir wollten dir wirklich nichts Böses. Es war einfach nur witzig für uns. Oh, er will spielen. Komm her, du Riesenfellknoll. Nee, lass doch mal, oder? Weißt du, ich will nur das Futter, weißt du? Warum bist du überhaupt kontrolliert? Kann es sein, dass du kontrolliert bist und trotzdem noch so angry? Ich will nur dein Zeug. Du an sich, du interessierst mich echt null. Nichts ist gesünder als Chips. Ich loote und du bekämpfst ihn, okay? So kann man es machen. Ich loote, du bekämpfst ihn. Es geht, seht ihr Leute, es geht easy. Okay, er hat mich im Visier. Guck mal hier. Ey, das geht sogar, lol. Okay, geht nicht. Bin ich enttäuscht. So. Flammen, hab. Er kriegt eins auf die Gosche. Taktik des Todes, Leute. So, Hemi macht ihn fertig. Ich sammle noch ein bisschen was ein. So, und eins aufforschen. Wie eine Rakete. Wie auf seinen Kopf landet. Was ist das? Richie? Hey Vincent, was sind deine letzten Erinnerungen? Dieser Mensch hat mich mit einem Betäubungspfeil getroffen. Und du hast meine Sachen zerstört. Zweimal. Lass uns über diesen ersten Punkt reden. Du wurdest einer Gehirnwäsche unterzogen, damit du uns angreifst. Dank dieses... Eigentlich will ich dich immer noch angreifen. Aber nicht so sehr, oder? Schau, Vincent, wir haben einen gemeinsamen Feind. Richie? Der andere gemeinsame Feind. Erinnerst du dich an den Menschen, der dich in dieser Vorrichtung rasiert hat? Ja, dem würde ich gern mal ein Biss als Andenken verpassen. Bin dabei. Bären sind so simpel. Okay, Leute, wir haben gerade einen Bären unser Trupp aufgenommen und ja, mein Nachbar steht eben hinten draußen, wie es ausschaut. Kein Waschbär flog je höher hinaus. Okay, wo ist die jetzt der Bär? Sind doch alle fies und blöd. Nein? Oh, kein sie Bär? Werden nicht fies bleiben, Liebes. Du findest schon den richtigen und dann mit der Zeit stört dich auch die Blödheit nicht mehr so. Ew, niemals. Du wirst sehen, eines Tages und wir sagen es nicht deinem Vater. Gut. Es ist nicht deinem Vater. Okay, super. Scheiße. Okay, wir haben unseren Bären Richie geholfen. Und jetzt hat... Halt, stopp, nicht Richie. Venom. Ach, Namen vergessen. So. Was sind eigentlich die Ziele davon? Vincent.
Unser Bernd Vincent. Das passt null zu dem. Aber gut. Wir sagen, weiter geht's. Okay, Jungs. Das wird ein Kinderspiel. Tja, ein Flugzeug und ein Zug haben wir schon zerstört. Warum nicht mal ein Boot? Matrosen, wer ist der Nächste? Können wir den Waschbären bitte ausreden lassen? Danke, Stella. Also, unser Ziel ist dieses Haus. Vor den Connors. Wir gehen durch die Hintertür rein. Ah, clever. Was ist der Anlass? Danke. Also den Garten zu durchqueren, ohne dabei gleich zu sterben? Sollte einfach sein. Es sollte jedes Mal einfach sein, wie die letzten 9 Male? 9? Wir kommen hier aus der Hecke und laufen zur Straße. Kommt mir bekannt vor. Ruhig, Vern. Diesmal gehen wir nicht auf die Straße. Ich habe ein System. Durch die Kanalisation. Die Kanalisation ist ein System? Du kennst die Bedeutung nicht einmal. Ja, Kanalisation. Dann riechen wir alle wie Stella. Was hast du gesagt? Irgendwas, ja. Wir machen dort in der Kanalisation eine Wende und kommen genau an der Hintertür der Connors raus. In 0, nichts. Verstanden? Nein, ich... Was ist mit... Mein kleines Plastikrobot hat kein Backpulver mehr. Spitze, bringen wir es über die Bühne. Salve, dir gefällt mein Video, dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, ciao.